Wir, also das ist jetzt die Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation. Wir machen mit, weil, als wir vor 2,5 Jahren angefangen haben mit unserer Forschung, haben wir natürlich erstmal das Feld gescannt und geguckt, was gibt es schon für Forschung im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit und auch was für gesellschaftliche Debatten und was für politische Prozesse. Und was uns dabei aufgefallen ist, ist, dass es dazu wenig gibt. Wir haben dann geguckt, wer debattiert denn darüber, wie man Digitalisierung gestalten muss, um eine nachhaltige Gesellschaft zu ermöglichen. Gemerkt, bisher nicht wirklich viele, deswegen müssen wir da selber was machen. Und dann haben wir angefangen rumzufragen bei anderen Organisationen, wie das Thema denn da vertreten ist und sind einfach auf sehr große Resonanz gestoßen. Also sehr vielen anderen Organisationen hat das Thema ebenso unter den Nägeln gebrannt und so fangen wir jetzt damit an, das im großen gesellschaftlichen Kontext zu diskutieren. Haben wir uns auch gefragt, in etwa 2 Jahren können wir vielleicht mehr dazu sagen. Also wir können jetzt schon viel dazu sagen, aber das Ding ist, die Digitalisierung ist ja ein wahnsinnig breites Feld, das sich in so ziemlich allen Wirtschafts- und Lebens- und Gesellschaftsbereichen jetzt so einmischt. Dabei gibt es so viele Auswirkungen, wie der Einsatz vielfältig ist. Das heißt, je nachdem, welche Akteure die Digitalisierung zu welchem Zweck einsetzen, hat sie natürlich sehr unterschiedliche Auswirkungen. Also wir denken an sehr tolle Auswirkungen wie die zunehmende Vernetzung und Kommunikation, die Informationszugänglichkeit, gerade auch im Bereich, wie kann ich mich nachhaltig verhalten. Aber wir sehen halt auch eine starke Zunahme von digitalen Geräten, von Ressourcen- und Energieverbräuchen, also auch eine große ökologische Basis der Digitalisierung beispielsweise. Ich glaube, viele Forschungsbereiche können da wesentliche Teile beitragen. Also gerade auch im technischen Bereich ist wahrscheinlich viel Aufholbedarf, auch mehr in der Gestaltung von digitalen Anwendungen die Nachhaltigkeit gleich schon mitzudenken. Bei uns in der eher so transdisziplinären oder transformativen Forschung haben wir ja schon diesen normativen Aspekt verankert. Das heißt, unsere Forschung ist auch dazu da, Nachhaltigkeit zu fördern. Das heißt, wir sind immer so ein bisschen zwiegespalten zwischen, wir wollen einerseits natürlich gute, belastbare Forschung machen, andererseits aber auch diese Forschung anwendbar machen für eine nachhaltige Gesellschaft. Und da sind wir gerade dabei, einerseits Auswirkungen der Digitalisierung uns anzugucken, das ist das eine, wie es aktuell ist, aber auch zu gucken, wie könnte denn eine Digitalisierung aussehen, damit eben soziale und ökologische Aspekte stärker Beachtung finden. Unsere Forschungsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation sitzt an der TU Berlin. Tilman Santarius leitet dieses Fachgebiet sozial-ökologische Transformation. Was wir uns konkret angucken, ist aus ganz verschiedenen disziplinären Perspektiven, beispielsweise wie nachhaltiger Konsum sich verändert durch die Digitalisierung, also ob grüne Apps helfen, ob Online-Shopping zu mehr Konsum führen kann, aber auch beispielsweise, wie das Leben im Smart Home funktioniert, ob da tatsächlich eine Ressourceneinsparung passieren kann. Und auch, was wir auch haben, sind verschiedene Mobilitätsthemen, auch wieder Konsumthemen wie Flugreisen beispielsweise.